So, ich melde mich zurück. Allerdings scheint es so zu sein, erstens, dass ich extremes Glück hatte, gerade auf den Halte-TV zu kommen hier. Auf diesen komischen Russen-Halte-TV. Was auch immer das soll. Kotzt mich schon ein bisschen an hier. Zweitens, wie gesagt, ist ein Russen-Halte-TV, das heißt, mein Ping. Ist schon extrem hoch und die Scheiße leckt einfach auch. Nummer 3, das Spiel hat gestartet. Nummer 4, ich denke, das ist ohne Delay. Nummer 5, ich will so nicht gucken. So, jetzt mal abwarten. So, Place to Play hat die Pistole geholt. Aber ich habe auf jeden Fall ein Auge mal auf den anderen Held-TV. Ich lasse das mal hier mal das W offen. Und schaue, wann der rüber switcht. Ich hoffe, dass er es tut. Irgendwie ist es so ein eigener. Ja, keine Ahnung, was ist hier für ein Server? Irgendein Special UA-Server hat irgendein so ein Russe in den Comments geschrieben. Keine Ahnung, warum das jetzt auf dem Server ausgetragen wird. Oder warum die nicht das alles auf einem machen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber immerhin ist das Spiel live. Und wir sehen wieder ein bisschen CS. Tja. Jo, also Falte Forks auch leider nur wieder ein Stream eingetragen. Problem is that I don't know how many open slots is left. Teaser zu fahren. Was ist das für ein Scheiß, bitte? Wenn ich jetzt kein Glück gehabt hätte, dann, ja, hätte ich halt wieder restreamen dürfen, ey. Großes Kino. Gut, also wir müssen mit den Lags vorlieb nehmen. Daran kann ich jetzt nichts ändern. Ich hoffe, ihr verzeiht. Und Place to Play führt mit 3 zu 0. Wir sehen, wie ihr seht, 3, Train. Und wir haben natürlich Terz, der innen allein deckt. Und der Rest am großen Spot. Ist sie auch schon mit dem First Track? Da will ich. Auf Pascha! Natürlich nicht cool mit den Lags. Boah. Da wird Lord ordentlich vom Zug geschubst. Geschossen. Und Neo klärt zuerst einen Equipped Round. Auch wichtig hier nur eine Waffe zu. Safe, eine Waffe nur zu verlieren. Und ich glaube, die Awe, ja, wurde von Kuchen gesaved. Kann jetzt wieder an Pascha wandern. Und ich muss mir ganz kurz das Interp ein bisschen höher setzen, vielleicht hilft das. Keine Ahnung, wir werden es sehen. So, der ist wieder allein innen, sieht nach einem. Pascha mit First Track am Kistengang. Oh, das ganze Switchen ist so nervig auch, weil es so lange dauert. Oh, die Teamnamen muss ich natürlich noch ändern. Selbstverständlich. Kommt sofort nach der Runde. So, in den Go. Tess überlebt aber lang. Ich weiß nicht, ob er dem T dort rechnet. Oh Gott, er hat aber lange Probleme. Pascha steht gegen Spot. Oh, wenn die andere oben rausgezogen hätte. Posi von Fox auch bekannt.
Er wird jetzt einfach nur überrannt. So, tot ist er und jetzt kann ich kurz die Flagge machen. Na, komm schon. So. 2 zu 3, Flagge stimmt, Teamname stimmt. Place to play mit einem B-Rush, mit einem, oder eigentlich A-Rush, in der Innen-Rush halt. Das nimmt nur einen mit. Oh, das ist so widerlich mit den Legs. Server ist jetzt auch down von halt vor Ort. Ich schau nochmal auf ganz fix, ob es irgendwas Neues gibt. Nope. Da gibt's nichts weiter. Ui, wie sind die First Facts gefallen? Schöne Smokes von den Russen. Pascha gewinnt das AWP-Duell. Tess und Pascha. Tess von hinten. Sehr schöne Runde für Tess. Jetzt nur noch das Sia. Oh, der zieht durch, oder? Sauber. Sehr schön. 3:3 Ausgleich. Ich hoffe mal, dass im Finale dann wieder Gescheitenheit vorgibt, sonst raste ich aus. Das macht nämlich dann keinen Bock, über 3 Maps so ein Gelecke sich anzutun. So, Place to Play wieder mit einem First Fake. Eben hatten sie schon 2, aber haben es nicht geschafft, die Runde zu holen. So, Test auch gut variieren. Mal sehen, aber da gibt es die Flash. Schöner AE von Test. So, zwingen dazu ESC Kuben mit innen decken zu lassen. Aber Neo schon super viel Kontrolle, reagiert ja wirklich super drauf. Pascha auch im MTW. Also sie haben außen auch relativ die Räume eng. Oh, der wird sich durchgesneakt. Und Tess muss aufpassen. Den ersten hat er noch nicht gesehen. Oh, der kann viel Damage anrichten. Er sieht ihn immer noch nicht. Oh, doch. Lol. Kann man anscheinend doch die anderen Kuchen verschießen. Nein. Tess. Oh, wichtig von Tess. Hätte das 1 gegen 1 gegen Sie's, der nach 30 Sekunden zum Planten hat. Kommt auf jeden Fall dazu. Tess ist am Gas geben. Weiß spätestens jetzt. Ja, weiß, dass hinten gelegt ist. Weiß, wo der Gegner ist. Chance auf jeden Fall für Tess, aber siehst, zieht direkt an mit seinen 100 HP gegen Tess. Einfach den Vorteil 4 zu 4. Und das könnte gut und gern. Ne, keine Echo. Und ehrlich gesagt, ich finde es total lächerlich irgendwie, dass man hier Train spielt. Oder riskant einfach auch. Ich finde Train einfach nur so eine random Map manchmal. Und ganz ehrlich, ich will nicht Place to Play im Finale sehen. Ich würde meinen, das Spiel vorhin gegen Navi von ESC war schon erstklassig. Hat schon viel, viel Bock gemacht auf weitere Maps. Und da will ich keine Zerstörung von Navi sehen, wie sie da 2-0 über Place to Play drüber rutschen. Nur weil ESC vielleicht mal auf Train ein paar Fehlerchen gemacht hat. Aber noch ist es nicht vorbei, 4 T-Runden mit Pistol ist okay. Noch ist hier natürlich nichts angebrannt. Ich meine, sie haben jetzt overall eine Equipment gewonnen. Das ist nichts. Also das ist alles noch im Rahmen. Interessant wird's, wenn Place to Play dranbleiben sollte. Und jetzt so die 5., 6. immer wieder so einen Ausgleich, immer wieder so eine Runde mal holen, mal holt. Dann kann es eng werden, wenn ESC dann auch die
T-Pistol verliert. First Track. Pascha direkt mit Refrag und Neo ist das? Ne, Lord. Da am Anti-Flex. So, was kann Lord machen? So, macht den ersten. 3 gegen 3. Lord kommt auch nochmal weg. Test spottet auch nur von hinten, wäre also auch relativ zeitig mit am großen Spot. Lot sucht sich auch eine gute Pose jetzt mit seinem LHP. Boah, wenn er jetzt gezielt hätte schon. So, Pascha spottet. Oh, schade. Sehr schön, jetzt hat Lot rumgezogen. Sehr schön gespielt von Lot in der Runde. Mit seinem LHP, alles richtig gemacht. Boah, wichtig, dass er dem auf dort eine Headshot gibt. Also was eine Runde von Lot. Und jetzt muss Pascha das 1 gegen 1 gewinnen. Lord hat ihm alle Chancen gegeben. Boah, 5 HP noch. Er hat ihn nur durch dieses Metall, glaube ich, gehittet. Pascha mit Fokus auf die Bombe. Sehr schön. Ja, Pascha, beste 1-on-1-Spiel der Welt. Er braucht nicht mal schießen, der Gegner tötet sich einfach selbst. 7 zu 4. Ich hoffe mal, das geht so weiter für ESC. Test darf dann nochmal wieder aufräumen, zusammen mit Kuben. Ja, siehst du, nochmal von hinten kommen. Bombe haben sie nicht, die ist ja schon an Treppen down. Also wir jetzt hier einfach nur irgendwie einen Frack ergammeln. So, ich spiele jetzt schon hinter 5, das wissen sie nicht. Nein, nicht. Oh, schade. Na, da war das Zeitfenster zu gering. 8 zu 4 und jetzt Place to Play auf jeden Fall wieder mit Waffen. Werden, da ist aber keiner. Der ist weiterhin allein am Inneren. Ah, Kuben aber gut am Rotieren dort. Zieht sich jetzt mit hin. Ich glaube, Tess lenkt dann ab, Kuben zieht oben rum und es könnte jetzt aufgehen. Sehr schön, Instant Refrag. So, netter Lag. Macht doch nein, Pascha ist auch da. Hat Kuben die Waffe gesehen. Ah, er darf nicht so reinfahren. Boah. Und Overdrive noch gut am Abschimmeln. Hilft seinem Team gerade gar nicht. Hui, schön durchgehoppelt da der T. Uiuiuiuiuiui, Pascha. Sehr schön, macht's jetzt mit AE noch. Gute aggressive Arbeit von Fox. Und Lord gegen Overdrive, der kommt von hinten. Komm schon, Lord. Denk nach. Oh, und Overdrive macht's. Fünfte Runde. Zweit equipped dürfte das sein. Trotzdem sollte ESC hier 10 zu 5 anstreben. Sehr schön, jetzt gibt es einen Push innen und da deckt niemand. Also Heli wird da gleich Besuch kriegen von oben. So, jetzt wird er reinjumpen und die CDs sind schon da. Keine Chance. Und Bombe auch down. Sehr schön. Krasse Runde von ESC mal wieder. Genau das Richtige gespielt.
Und Overdrive stirbt auch. 9 zu 5, letzte Runde in der ersten Halbzeit. Neo übrigens mit der AWP auch. Doppel-AWP bei Neo und Pascha. Sieht nach innen Contact aus. So, da wird durchgehobbelt. Uiuiui, damit hätte er es nicht gerechnet. So, wie viel kann Kuben noch machen? Sehr gut, macht zwei und einen ist aber durch. Das muss er durchgegeben haben. Boah, anscheinend nicht. Pascha stirbt. Boah, krasse Runde von Siehst. Und nur noch Lord. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bombe am Planten. Schöne Hälfte vor ekelhafter Hälfte war Leck wieder. 9 zu 6. Also jetzt bin ich mal gespannt auf die T-Seite von ESC. Also so radisch sind ja aber auch nicht gemacht. Das forst teilweise selbst auf. Wenn ich auf dem Standard halt vor bin, auf dem Franzosen halt vor auf 0.15. Das ist gar nicht so viel mehr. Das ist halt trotzdem nur ein Witz, der halt vor. Der hat überhaupt nicht die Kapazitäten, die der Very Games hat, um hier sowas stemmen zu können. So, durch so einen Scheiß verquassel ich mir sogar die Pistole, die wirklich gerade nicht gut aussieht. ESC Unterzahl. Oh, wobei Neo von hinten. Boah, schöner Schuss. Sah krasser aus. Also sah krass aus. Keine Ahnung, ob jetzt wirklich krass war, aber sah schon ganz nett aus. Ja, jetzt stirbt Tess leider. Und Neo gegen 3. Den Frick noch macht. Schade. Dosiert. Klärt dann. Plays to play mit der 7. Keine Bombe gelegt, also zum Waffen droppen werden sie hier nicht kommen. Okay, sie kaufen Diegelweste. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, jetzt wissen sie fast schon, dass B hinten, der innere Spot hinten gedeckt wird. Somit sehr wahrscheinlich auch zwei Mann dort. So, die Entscheidung wird wahrscheinlich in K-Gang fallen. Und da haben sie eigentlich ganz gute Chancen. Siehst, dürfte on top stehen. Also wenn sie so rumwuseln, Overdrive schnell ausschalten. Gibt's nochmal einen Fake von Neo. So, vielleicht kann er noch einen Monster-Headshot setzen. So, jetzt gibt's den Go. Ach, schade, dass Neo schon stirbt. Pascha würde verzögert kommen. So, sehr schön. Jetzt darf der On-Top-Spieler eigentlich keinen mehr machen. Ah, da dürfen sie nicht kämpfen. Sehr gut, Tess. Ach, schade, da kommen sie von hinten. Ach, schade, Mann. Aber gut gedacht, eigentlich auch gut gespielt. Wenn Neo da ein bisschen länger überlebt, kann seine Mates vielleicht auch da mehr machen. Schade. Jetzt werden wir auf jeden Fall die Eco sehen. Die darf sich anscheinend dosieren. Knappen. Oh Mann. So, 9 beide.
Aber ist hier mit einem guten Spawn, zumindest Neo. Und er nutzt ihn auch. Ah, leichte Movement-Bugs, aber MTW ist er durch. Boah, nicht gut gemacht von Siehst. Aber wieder wichtiger First Check von Neo. Kuhm setzt auch einen nach. Die Smokes liegen einfach so gut. Und schöner Fake einfach von EC. Da haben sie mich sogar gefaked, weil ich nicht in die Overview gegangen bin. Sehr gut. Das macht EC wirklich immer hervorragend. Fliegen zwar nochmal ein paar Headshots am Ende, aber insgesamt ist es relativ egal. So, jetzt verlieren sie sogar noch alle Waffen. Und eine Awe gibt es auch noch für Pascha gleich. Sehr schöne erste Runde, gut die Spawns genutzt. Also der Spawn vor allen Dingen von Neo. Gut Granaten. Komischer Move von Siehstut. Da mit MTW überhaupt nicht gerechnet hat. Oh, AWP Tower. So 5. Dossier blockt von, ist aber. Ich wollte gerade sagen, ist allein. Ne, siehst du es noch da? So, ist hier in Unterzahl. Oh, gutes Timing von Fox. Schiebt jetzt gerade rüber. Perfektes Timing einfach gerade. Die Flashes sind so zweit am Kleinen. Heli auch eine ganz okay Position, wenn es Fox mal schaffen würde, die große Rampe zu übernehmen. Der Go erfolgt auf jeden Fall. Das ist ein Witz. Nee, die drückt durch. Macht nur einen. Und sind nochmal am Schieben, oder? Ja. Sehr gut. Aber doch, Sia steht noch. Macht einen. Und drückt durch. Boah, gibt hier durch die Wand und macht einfach beide. Sehr geile Runde von Dossier. Place to play mit der 10. Runde. Huiuiui, also es wird auf jeden Fall eng. Oh, diese Lags, ey. Die Ruckler sind eigentlich schon viel zu viel und danach die Lags dazu ist einfach unerträglich. Oh, alte Faust da. Also nimmst du nicht übel, aber ich glaube, der ist eh ein bisschen hinten. Von daher werden wir jetzt vielleicht nochmal die Runde sehen. Wahnsinn. So, gleich mal gucken, wie es steht. Das ist aber auch gut am Lecken hier. Ne, es ist derselbe halt vor. Hey. Verarschen. Oder? Ne, es ist der Very Games. Jo. Ping ist auf jeden Fall 80. Das ist der von Held for Org. So, Place Play holt noch eine Runde und Spielstand scheint wirklich 6:1 zu sein. So, auf geht's jetzt. ESC.
sind nur Deagles. Warum zur Hölle spielt man hier Train? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich sehe es gut auf Train, natürlich. Keine Frage, aber wenn so ein Lucia einfach mal ausrastet, jetzt CT-16-3-Stitz hinliefert, hinzaubert, dann ist halt für jedes Team Schluss. Also langsam muss ich es 10 mal runden holen. Sich einfallen lassen. Machen noch eine Eco. Die wollen ja echt auf die Arbe gehen und dann alle Runden holen. Das ist krass. Ich glaube, die sind gerade extrem fokussiert. Guckt sich das an, wo Neo da ist, der Eco. Wie er da durchsneaken kann einfach. Ruckelt aber immer noch irgendwie, seltsamerweise. Ich glaube, weil der Server... Ach, keine Ahnung warum. Routing wahrscheinlich total crap oder so. So, 14-1 für Place to Play. ESC unter gewaltigem Zugzwang. Spielen sehen, Lord allein KG, Rest White Walls, Bombe aber noch down. Also hier entscheidet sich hier noch nicht direkt am Anfang für irgendeinen Spot. So, innen wurde offensiv gegangen. Wichtig von Tess. Kontrolle aber noch vorhanden bei Place to Play. So, könnte ich mir jetzt nochmal einen guten Innenfake Pop-A-Go vorstellen. Boah, Place to Play zu dritt dort. Nein, was mach ich denn? Fail, fast Misskick. Uiuiuiuiuiui. Wenn man da nicht die Arbe vorschickt. Boah, so wichtig von Kuben, den da wegzuholen. So, sie wissen, dass Z-Gang was ist. Die Runde ist immer noch sehr gefährlich. Neo macht den Frack hinten, Headshot auch gegen Z. Runde sieht gut aus. Fox natürlich auch immer noch gefährlich. Aber gefinisht von HE. Und Hellys Posi ist auch bekannt. Wurde eben abgeflasht. Neo macht's. Wichtigere Runde von Neo. 10. Runde. Somit ist sie auch endlich zweistellig. So, jetzt müssen sie aber auch mal ein paar Runden in Folge holen, damit sie Place to Play auch mal wieder ins Sparen bringen. Er ist direkt mit Gasmitte. Oh, oh, oh. Oh nein, macht nur 2 Hits. Kein Refrag. Wo ist Neo? Er muss es hier richten. Oh, da hat er ihn gesehen. Das ist einfach so geil, im Zug zu gucken. Nein, aber das war ein Gegner. Ich wollte auch gerade sagen, hä, das war ein Gegner. Oh nein, Heli von hinten. Aber Lord, nein, schade. Und nur noch Kuben. Ohne Bombe. Immerhin liegt sie hinten bei ihm. Aber er stirbt auch. Da ist es, das Draw. Place to Play mit der 15. Oh Mann, ey. Auf geht's, ESC. Jetzt bitte nochmal alle Runden holen. Wie gesagt, es ist nur ein Best of 3. Sollte Place to Play die Runde holen, ist alles vorbei. ESC wäre raus, wäre Dritter. Virtus.pro jetzt schon 4. Platz. Und Navi würde gegen die Russen
im Kampf gegen Eul um 5000 Dollar antreten. So, wird wieder ein bisschen einzeln reingedaddelt. Ah, das ist das Gute, das Krasse an Train halt. Solche Situationen kannst du als CD auch noch drehen, aber nicht, wenn Lord mit richtig gutem Timing aus dem Z kommt. Wo das hier nach hinten mit Aave. Siehst auch noch rein. Boah, wenn das noch ein Headshot gewesen wäre, dann Prost Mahlzeit. Sehr gut von Kuben. Tess fuckt da ein bisschen ab. Alter, aber wichtig von Tess. 11. Runde. 4 Runden noch ausstehend. Oh, natürlich schon die 12. Runde. Danke. Schon bei 6. Hab's vergessen. Aber Neo ist noch am Leben. Die Runde können sie noch holen. Der ist auch ein Tier. Der Heli kommt wieder von hinten. Oh Mann. Frage ist, ob sie das spotten. Aber machen es gut. Heli kommt doch nicht, traut sich nicht. So, wenn Tess jetzt Instant Headshot gibt und sie die Aave gut ausmoven. Also es ist eigentlich nur entscheidend, was Overdrive macht. Und wenn Overdrive stirbt, ist die Runde eigentlich gewonnen. Fast, würde ich meinen. Sauber. Tess macht's. Und jetzt die Aave. Darf keinen mehr machen. Fox nimmt da einen mit. Tess mit Low AP. Fox macht's, es ist vorbei. Warum nur, warum spielt man jetzt Train? Ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. So eine scheiß Random Map. ESC hätte die auf jeder anderen Map überfahren. Oh Mann. Oh, ich hätte so gern Navi gegen ESC nochmal im Finale gesehen. Aber so müssen wir mit Place to Play vorlieb nehmen und ich hoffe, der HLTV wird wieder ein bisschen gescheit. Ohne Lags und ohne Ruckler und was weiß ich nicht alles. Und was ich auch hoffe, dass das Spiel mal endlich zeitnah hier losgeht und nicht hier wieder eine Stunde oder so Pause ist. Also bis gleich im Finale Navi gegen Place to Play.